Jo, liebe Freundin, damit willkommen zurück nach diesem Cut. Ja, es ist Tag. Denn bei mir sind jetzt schon einige Stunden vorbeigegangen, wo ich diesen Cut gemacht habe. Denn ich musste was erledigen. Und ich denke, hörst du das Klingeln im Hintergrund oder das Läuten von der Kirche? Ja. Oh nee. Oh, Kirche, halt's Maul! Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Nee. Okay. Ja, ich wohne direkt neben der Kirche, habe ich glaube schon oft genug erwähnt. Ja, ich wohne auch direkt neben der Kirche. Aber, wie gesagt, es sind ein paar Stunden vergangen. Deshalb ist jetzt auch hier wieder Tag. Aber ich mache jetzt hier einfach ganz normal weiter, so wie so ein Stau. Und habe das Weizenfeld angebaut. Dann hole ich noch mal Wasser, da ist ein Skelett. Willst du mich verarschen? Triss ich glaube irgendwo noch bei sich. Ja. Ey. 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 Das macht mich fertig. Alter. Jawohl, so sieht's aus. Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde mir auf jeden Fall die Folgen auch bei dir angucken. Ja, ich ebenfalls bei dir. Ah, ah, Creeper. Hallo, Creeper? Kommst du runter? Oh, Creeper kommt runter. Oh, puh. Das war knapp. Erstmal noch ein paar Seeds. Wie ernährst du dich? Gehst du eher auf Fleisch oder? Fleisch und Brot. Boah, das wäre viel geiler, wenn wir Hexit hätten. Ich habe eine ganze Kiste voll mit Essen. Das ist so extrem, wie viel Essen du in Hexit kriegst. Cool. Wir hätten auch das Projekt auch... Warum eigentlich Vanilla? Wir hätten auch irgendeinen Modpack spielen können. Ja. Aber warum? Nicht denn ernst, wenn jetzt meine Mom reinkommt, ich rast aus. Ich merk's gleich, ob sie gemutet ist. Ah. Ich glaube, da stimmt nur dran. Ich werde jetzt hier einfach mal weitermachen und bei Trissi werdet ihr dann irgendwas anderes sehen. So. Ich brauche die Seeds. Wie ich es einfach gewusst habe. Aber woher bloß? Mann, okay. Mann, Mann. Die einzigste Aufgabe wird jetzt noch sein, zu erkennen, wann das an dem Texture Pack fertig ist. Wie lange braucht ein Weizen normal zum Wachsen? 2 Tage? Nee. Länger? Nee, ich glaube kürzer. Keine Ahnung. Also die Minecraft-Profis sind da selbst überfragt. Da oben ist eine Kuh! Profi. Bitte was? Nichts. Meine Mom kommt rein, legt Sachen aufs Bett, fragt mich dann noch, warum Klopapier in meinem Zimmer liegt. Warum liegt Klopapier in deinem Zimmer? Weil ich das letzte Mal abends Nasenbluten habe und keinen Bock hatte, ins Bad zu latschen. Ach Gott. Das ist Trissi-Logik. Ja, aber ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Also entweder ich hätte mir das Tür geholt oder halt Klopapier. YOLO. Ja, ist auf jeden Fall cool. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich bin zu vergesslich. Voll den sinnlosen Scheiß, aber es sieht irgendwie ein bisschen nice aus, ein bisschen komisch. Das ist Schwein! Oh! Man sollte halt nicht geradeaus nach unten fallen, um das Schwein zu holen. Das ist natürlich dann dumm. Ups. Nee, es wäre intelligent. Intelligent? Ja. Wow, ein Kohle. Nee, da ist noch mehr. Ich glaube, ich muss echt auf Rohstofftour gehen. Ja. Ich habe nur 19 Eisen jetzt. Boah. Ja, du hast auch alles Eisen, was du hast, von mir bekommen. Ich weiß. Aber das Erste, was ich machen werde, ist hier einebnen. Hört sich bei euch voll witzig an. Wie? Einebnen. Ja, wie willst du das sagen? Gerade machen. Nein. Oder auf kärntnerisch Kraut machen. Kraut machen! Nee, ja. Ja. So in der Art halt, oder? Ja. Okay, das ganze Weizenfeld ist voll. Und wann machst du Kraut?
Ich bin gerade am Holz füllen, ein bisschen barbierken, damit ich mir Treppenschäden machen kann. Ah. Scheiße, der baut ja auch noch Erde. Wie wär's einfach mal, wenn du so als Aufgabe in der nächsten Folge kärntnerisch redest? Okay. Ich weiß ja nicht, ob du vorhast, auch mal ein YouTube-Video zu machen, wo du nur kärntnerisch redest. Wäre auch mal cool. Machen. Also wenn irgendjemand da draußen mich dauerhaft kärntnerisch reden hören möchte, kann das ja mal in die Comments schreiben. Weil es ist auf jeden Fall lustig anzuhören. Zumindest für Deutsche, sag ich mal. Für Österreicher wäre es wahrscheinlich normal. Ja, je nachdem, von welchem Bundesland sie kommen. Weil es ist ja meistens so, dass fast in jedem Bezirk ein anderer Dialekt gesprochen wird. Echt? Ja. Puh. Schau hart. Das ist doch auch scheiße, oder? Ja, reden sowieso alle, wie sie wollen. Es ist halt, das Grundkärntnerische ist eigentlich auch was komplett anderes. Ich rede so ein kärntnerisches, so ein Bleiburger Dialekt, weil ich komme ja in Umgebung Bleiburg und einige reden dann Wolfsberger Dialekt und... Okay. Ja. Und ist halt bestimmte Dialektart wahrscheinlich. Jo, genau. Also es ist nicht so viel anders, aber man merkt schon dort bei den ersten ein, zwei Sätzen, dass der von Wolfsberg, von Bleiburg oder wo auch immer ist. Also du bist ja aus der Nähe von Bleiburg, gell? Ups. Ja. Und da ist das kärntnerisch dann zum Beispiel anders, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, 5 Meter weiter oder 10 Kilometer weiter fährst. Ja, dann würde ich so wahrscheinlich so laufendollerisch reden. Ach du Scheiße. Was ist das? Das ist halt das Kärntner, also das ist so das kärntnerische Slowenisch, was auch Windisch heißt. Und die reden da halt extrem viel kärntnerisches Slowenisch. Also die reden in jedem Satz 2 Wörter Slowenisch, 2 Deutsch. Okay. Und so wechselt sich das ab und das ist dann das Laufentollerische. Ich kann das gar nicht mal auf Hochdeutsch sagen. Wie wird es auf Kärntnerisch sein? Ja, boah. Ja? Ja, Deutsch eben, das weiß ich nicht. Ja, aber das wäre doch mal so eine... Weiß ja nicht. Kannst du mal... Oder sollen sie halt mal in Kommentare schreiben. Mhm. Ob das vielleicht mal machen sollt. Ja, würde ich... Oder vielleicht eine Folge Es geht damit. Habe ich schon gemacht mal. Hast du schon mal gemacht? Ja. Und wie kam das an? Weiß ich gar nicht. Ah, war das auf dem alten Kanal? Ja. Ah, okay. Ich habe gerade meine... Wird gerade dunkel. Ah, ich merk's. Wie lange hast du eigentlich noch vor aufzunehmen? Das ist eine Frage. Bis ich keine Luft mehr habe. Okay. Also wahrscheinlich bis ich eingeebnet habe. So, bitte fang nicht an zu regnen. Ich weiß jetzt, mich jetzt auch abfacken. Ich weiß jetzt schon, dass es regnen wird, wenn ich sowas sag. Dumm, dumm. Ich habe jetzt schon meine Eisenschaufel verbraucht fast. Alter. Ich bin hier gerade am Holzfarmen. Alter. Kann ich auch mal Alter sagen? Alter. Zeig ich voll oft. Ich habe mir vorhin, als ich die vorigen Folgen geschnitten habe, halt das Ganze angeguckt, weil ja einmal mein Dad und einmal mein Bruder reinkamen. Das musste ich halt rausschneiden. Und dann habe ich allein so durchgeskippt und da bin ich, glaube 20 Mal auf Alter gestoßen. Ja, ich glaube es dir. Auch wenn man immer skypen hat, die... Also wenn ihr mit Rissi skypt, eins ist klar, die sagt bestimmt in jedem Satz einmal Alter. Ja. Das ist... Ich würde schon sagen, das ist normal. Wir haben mit meinen Freundinnen einen Contest gemacht. Wer länger ohne Alter auskommt. Du bist wahrscheinlich als erstes rausgeflogen. Nee, ich war Dritte von... 4. 7. Oh. Extrem nice. Und man merkt das wirklich gar nicht mehr. Also bei uns im Kärntnerischen heißt es ja Alter. Und das kommt einfach vor jedem Satz mindestens einmal, wenn man
irgendwie Aufsehen erregen will, dann sagt man zuerst halt Alter und dann kommt der Satz, damit halt alles, alle wirklich zuhören auch. Das ist so ein Spannungsfaktor bei uns. Bei uns heißt es so, weiß gar nicht, was man da jetzt sagen würde. So, Alter, was soll die Scheiße, weißt du? So. Mhm. Ja, das ist irgendwie auch, du hast recht, so Aufsehen erwecken. Ja. Jetzt wo du sagst, wird einiges klar. Ja. So. Krabbel, warum habe ich den Krabbel da drin? Oder generell, ich benutze, ich glaube, überall. Ob in der Schule, ob zu Hause, überall kommt bei mir locker alle 5 Minuten locker zweimal Alter. Was, so wenig nur? Ja, es kommt schon mehr. Ja. So pro Minute. Ja, je nachdem, wie viel ich rede. Ach so. Okay, ich rede viel. Willst du mich jetzt verarschen? Was? Ich wollte mir eine Eisenschaufel machen, jetzt habe ich mir eine Eisenaxt gemacht. Ja, oh mein Gott! Nee, guck, oder? Guck! Ich wusste's. Weil ich sehe gar nichts. Sehr schön. Wenn ich sag, dass es nicht regnet, dann regnet's. Ja, warum sagst du das denn auch? Weiß ich nicht, weil mir klar war, dass es jetzt regnet. Jetzt muss ich hier Fackeln platzieren, damit ich arbeiten kann. Okay, ich habe keinen Plan, wo die Stadt ist. Bei minus 300... irgendwas und... Bin ich schon wieder hier ohne Blöcke weggerannt. Ja, aber du weißt doch, wo dein Haus ist. Ja, ich weiß. Aber? Ich bin sowieso gerade dort.